Ein gigantischer Gewittersturm rast auf München zu. Und genau durch diesen Gewittersturm fahren wir heute. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus Simulator. Wir fahren heute von München aus circa 450 Kilometer nach Wien. Und das machen wir mit dem schnellsten Flixbus der Welt. Wir sehen hier auch gerade schon Starkregen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ding im Starkregen fährt. Aquaplaning ist am Start. So, rein da. Kommt jemand von euch aus Wien? Falls ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich war noch nie da, habe aber bis dato immer nur Positives über Wien gehört. Oh ja. Oh, das sieht nicht gut aus. Ei, ei, ei. Da mal rein in unser gutes Schätzchen hier. Schön zumachen. Junge, wie dunkel das ist. Es ist 13 Uhr. Ich finde das... Oh, Alter. Man kann gar nichts sehen. Ich muss jetzt gleich mal die Scheibenwischer anmachen. Ja, sehr gut. Motor starten. Perfekt. Scheibenwischer, sollen wir noch mal eine Stufe höher gehen? Boah, noch mal ein Blitz. Scheiße. Dann würde ich doch mal sagen... Oh, warte mal. Haben wir Licht an? Nee, wir hatten nicht mal das... Oh, ja. Junge, ich sehe nichts hier links. Lassen Sie mich bitte kurz durch. Oh. Ja, hallo, Herr Polizist. Danke. So. Boah, das ist direkt ein komplett anderes Feeling. Es ist wirklich absolut geisteskrank, weil es halt so dunkel ist. Und also ich würde jetzt wetten, dass es gerade... Au, au! Entschuldigung, dass es 18 Uhr ist. Nee, warte, es ist 12.46 Uhr. 13 Uhr sollen wir am Busdepot sein. Ah ja, guck mal, die Müllabfuhr ist auch am Start. Grüße an alle Leute, die bei der Müllabfuhr arbeiten. So, warte mal, wir machen jetzt mal richtig, dann kriege ich keinen Ärger von euch. Man muss nämlich hier rumfahren. So, wen haben wir hier in München? Ich glaube, das ist dieser Lufthansa... Ja, das ist der Lufthansa Airport-Bus. Meine Frau ist damit immer gerne gefahren. Da kommt man von Schwabing aus immer gut dann zum Airport. So, hier einmal ran. Perfekt, das steht doch unsere Gruppe. Keine Sorge, ich bringe euch in Sicherheit. Euch wird der Sturm nicht treffen. So, ich mach mal hier auf. Oh, Alter, das... Sag mal, das pisst doch, hätte mein Opa gesagt. So. Wie bitte? Ich konnte dich nicht ganz verstehen, Annelie. Wiesbaden. Sag mal, du bist ja rapsbescheuert. So, Leonie, Wien. Komm rein, schnell. Entweder schwitzt du oder... Okay, sie ist einfach ein Jumper. Patricia, sehr schöner Name. So, was ist mit ihren Fingernägeln? Was war das? Sag mal, ist ihnen nicht kalt hier so ärmelfrei? Ich klinge so wie ihr Vater. Ja, ist ja nicht kalt hier? Oh, und sie schwitzt auch. Franz. Ja, Franz. Wärm dich mal lieber drinnen auf. Ihr seid alle so kalt also warm angefroren. Wie sag mal? Mahlzeit. Hermine Granger? Grüezi, Lino. Ja, spring rein. Hier können wir jetzt nochmal alle über die Frau lachen, die falsch steht. So, Entschuldigung. So, jetzt mal hier. Gut. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Shuttle-Service der Firma Flixbus von München nach Wien. Wie Sie gerade hier schon die ganze Zeit bemerken, ein heftiges Gewitter. Ich hoffe, es wird heute nicht hageln, denn ein krasser Hagelsturm, das ist schon ein paar Monate her, hat in Bayern richtig viel Schaden angerichtet. Das war heftig. So, hier rechts. Krass, 447 Kilometer. Also da müssen wir... Oh, ist noch grün. Ich würde sagen, ja, war gut. Wir müssen... Ach komm. Und das gibt Punkte in Flensburg. Das gibt gleich ein paar Punkte links, rechts, Alter. Was will er denn? Scheiß Schadenfroher. Das macht man doch nicht. Ich erinnere mich hier so ein. Ganz ehrlich. Wäre das jetzt ein Grund, arbeitet ihr mal bei Flixbus, könnte ich den rausschmeißen? Weil solche Leute will ich hier nicht haben. Oh, ich habe mir nichts zu trinken hier hingestellt. Ah doch, vielleicht mein Kaffee? Nope, leer. Schade. Man merkt auf jeden Fall, wie sich das Ding anders fährt. Oh, hier wird's jetzt, hier wird's eng. Oh, nichts passiert. Ich nehme auch immer jeden Bordstein mit. Ja, das war kein Bordstein, das war ein ganzes Schild. Aber ich finde es gut, dass sie so positiv bleiben. So, Stoppschild. Wichtig und richtig. Guck mal, und schon sind es nur noch 429. Ah, da sind die Berge. Die Alpen, Leute. Ein Traum. Jetzt müssen wir Tempo aufnehmen, weil wir fahren gerade ca. 100 km/h. Ich bin aber der Meinung, dass wir locker... Ich glaube, Darum soll man sich also anschnallen. Jo. Oh, Flixbus, moin. Tschüss, Loser. Krass, wie viel schneller wir sind. Guck mal, wir fahren jetzt schon 136. Nimmt das Gaspedal oder warum war es nicht? Nee. Leute, wir müssen vor dem Gewitter fliehen. Guck doch mal, wie das regnet. Also jetzt hier mit 150 Aquaplaning, das wäre auf jeden Fall unser Ende. Ich habe mal so ein... Oh, nee, Bausch. Oh, So ein Audi. Oh, scheiße. Warte, wir sind dünn. Das ist unser Vorteil. Oha! Und ich wurde geblitzt in der Baustelle mit 130 Stunden. Okay, das ist schlecht. Aber Junge, ich glaube, es ist noch niemand
so gut durch diese Baustelle gefahren. Das war wirklich sehr nice. Weil ich glaube, wir haben die anderen auch nicht berührt. Guck mal, da hat sich doch das Formel-1-Fahren ausgezahlt. Guck mal, Batz, Alter, 149. Ist das Gaspedal oder warum rast der so? Junge, guck doch da, das Gewitter. Willst du, dass der Blitz in uns einschlägt und der Wagen explodiert? Ja, okay, passiert nicht, weil wir so ein Käfig oder so sind. Oh, ich schmelze hier drin. Ja, ja, das sagen die Ladies gerne mal in meiner Gegenwart. Wegen meiner Boss-Aura. Sorry. Ist dieser Fahrer auf dem Gaspedal eingeschlagen? Ey, das ist doch passiv-aggressiv, oder nicht? Ich höre dich doch. Ich höre, was du sagst. Oh, kann es sein, dass meine Fahrgäste überdurchschnittlich hässlich sind und stinken? Weiß ich nicht. Ist nur eine Vermutung. Verletzt doch auch eure Gefühle, oder nicht? Also dann passt doch mal auf, was ihr sagt. Oh, das wird jetzt eng. Nee, war gut. Ich dachte, hier darf man nicht so schnell fahren. Nö, darf man auch nicht. Aber ich bin YouTuber. Die machen doch sowieso immer, was sie wollen. Krass, nur noch 365. Also, wir ballern hier schön mit 150 längs. Boah, schon wieder ein dicker Blitz. Haben Sie es so eilig? Ja, ich würde gerne heute noch zu meiner Frau und zu meinem Kind. Die warten in Wien auf mich. Da machen wir einen kleinen Urlaub. Meine Mutter war ja letztens einmal in Wien. Also war sie wirklich. Und sie meinte, unfassbar schön. Und ich hatte es ja eingangs gesagt. Oh Gott, halte mal fest! Ey! Sag mal, wir leben doch noch alle. Mach doch nicht diesen. Mein Nagel ist angerissen. Digi, wenn das dein einziges Problem ist nach diesem Unfall, dass dein Nagel angerissen ist. Also ich habe da gesehen, dieser eine Florian, der hat einen Arm verloren. Aber der stellt sich nicht so an. So Salzburg, sind wir schon in Österreich? Ich habe nichts mitbekommen. Aber auf der A8 ist es sowieso relativ chillig. Oh, hier ist schon wieder Baustelle. Da bin ich erst ein einziges Mal kontrolliert worden. Ja, geil, Polizeikontrolle. Wenn man den... Ich dachte, das ist ein Bus und kein Düsenjet. Oh, jetzt ist... Ja, okay. Kontrolle an der Grenze. Wir fahren runter. Wir wollen keinen Stress mit der österreichischen Polizei. Oh. Warum soll man sich also anschnallen? Jo, ups. Führerschein. Guck, von wegen, ich habe keinen Führerschein, Leute. Licht. Sehr gut. Warndreieck. Vor allen Dingen Tachografie. Da müssen Sie doch gesehen haben, dass ich die ganze Zeit 150 geballert bin. Naja, ist mir egal. Vielleicht gibt es in so kleinen Bussen gar keinen diesen Tachograf. Oh, jetzt läuft meine Nase. Oh, was war das denn? Das war ein Bordstein. So, Vignette und Maut haben wir alles. Das ist ganz cool gelöst. Man kann sich so eine Vignette einfach online holen. Oh, guckt euch an, alter Paletto. Oh. Ich schon. Irgendwie ist das gerade voll geil, so zu fahren. Weil auch hinten so der ganze Regen so wegsplasht. Ach, die Firma Flixbus. Oh, wir müssen hier runter. Oh, hier muss ich kurz mal ein bisschen runterbremsen, weil sonst fallen wir hier wieder so ein bisschen... Oh ja. Man merkt... Oh, Alter, wie oft das hier blitzt. Man... Alter! Ah, scheiße! Nichts passiert. Ja, ich fahre jetzt ein bisschen langsamer. Guck, 300 Kilometer noch. Ja, so siehst du auch aus. So, wo sind wir denn jetzt gerade? Wir fahren... Ah, Salzburg! War ich, glaube ich, noch nie drin. Bin aber schon oft vorbeigefahren. Wenn man Richtung Flachau zum Beispiel. Da war ich ja auch schon ein, zwei Mal Skiurlaub. Immer sehr schön. Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Oh, hier müssen wir. Warum müssen wir denn hier hoch? Ist das richtig? Oh, hier ist nur 70. Oh, das war, glaube ich, rot. Hä? Junge, was war... Alle Straßen führen nach Rom, aber diese nicht. Okay, alles gut. Sorry. Ganz komisch, was das Navi gerade gesagt hat, oder? Weil ich bin doch gerade... Das ist doch exakt die Abfahrt. Oh, das finde ich krass. Hier diese Seite. Da haben sie alles gesichert, damit er die Steine nicht runterböllern. So, oh. Der LKW kommt hier auch nicht den Berg hoch. Und hier ist chillen zwei Kühe. Moin, Jungs. Ist das Tempolimit hier echt so hoch? Das Tempolimit ist 80 Stundenkilometer. Wir fahren allerdings gerade. Oh! Ja, jetzt null. Ah, Denno hat geschrieben. In unserer Äffchen mit Käffchen-Gruppe. Dann nehmen wir die Tage auch die nächste Folge auf, weil das Ding ist. Das ist ein Bus und kein Düsenjet. Ja, was soll das denn jetzt? Weil das Ding ist, Malte hat ja noch einen ganz normalen Job. Also. Der hat halt erst immer so rum, ich glaube 16:30 frühestens Feierabend und dann sprintet er nach Hause und dann nehmen wir dann den Podcast auf. Das ist, so blöd das klingt, total ungewohnt, weil, also ich habe ja hauptsächlich mit YouTubern zu tun, wenn ich Videos mache, logischerweise, oder Podcasts. Die haben halt sozusagen immer Zeit, weil die das halt hauptberuflich machen, aber Malte, der hat noch einen
einen anderen Job. Gut, Denno ist halt selbstständig. Da kannst du dir, wie der Name schon sagt, halt selbstständig deine Zeit auch einteilen. Oh, warte, Abkürzung. Oh, nee, das war jetzt... Wo sind wir hier? Oh Gott, das war ein Sprung! Nichts passiert. So, war doch keine Abkürzung. Und ja, das macht es dann manchmal immer ein bisschen schwieriger, einen Termin zu finden. Aber ist cool. Ich liebe den Podcast. Ich kann ja kurz mal eine Stelle einblenden vom Podcast. Wir haben jetzt ja sowieso noch 233 Kilometer. Dann hören wir uns jetzt einfach mal zusammen eine Minute den Podcast an. Ich halte jetzt mal die Schnauze. So, ich drücke hier, drück mal im Radio. Ich mache mal hier auf Spotify. Ah, so, wunderbar. Alles Top Tier List ist natürlich auch diese Woche am Start. Also so viele, viele von euch haben sich mal eine Chips-Folge gewünscht. Da war allerdings das Problem, wie kategorisiert man das? Macht man das nach Geschmack? Macht man das nach Marken? Das habe ich jetzt nämlich gemacht. Und zwar habe ich nach den 10 erfolgreichsten oder beliebtesten Marken einfach mal gegoogelt. Und da fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar beliebteste, oder soll ich bei Nummer 5 anfangen? Oder bei den etwas unbeliebten? Wollen wir uns steigern? Vielleicht ja, steigern. Da steigt die Stimmung. Auf jeden Fall please be quiet mit der ersten Marke, und zwar Pombeeren. Die guten, kleinen, süßen Pombeeren, die da so ein bisschen einem winken. Und glaube ich, wurde jetzt der Geschmack der OG-Pombeeren wurde angeblich geändert. Habe ich gelesen. Ah, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich muss allerdings sagen, Pombeeren sind für mich schon... Die sind gut dabei. Ich würde dem ein C geben. Okay, dann mache ich mal weiter. Also ich muss sagen, von der Aufmachung her, da ist... Ja, sind wir schon. So, das war doch... Ich hoffe... Das war unterhaltsam für euch. Vielleicht kennt ihr die Stelle ja schon. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Und an alle Leute, die bereits reinhören, danke. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Wir haben ja den Podcast damals gegründet. Also es ist halt nicht lange her. Wir sind jetzt, glaube ich, bei der 7. Folge. Auf jeden Fall ist es halt schwer für mich. Neben YouTube und meine Kollegen sind ja auch so irre weit Finden weg. Finden Sie nicht, dass Sie ganz schön heizen? Ja, da bleibt manchmal halt nicht so viel Zeit zum Quatschen und was geht so ab bei den Jungs. Und dann hatte ich halt die Idee, so wie ich das auch beim Kottbruder-Podcast hatte, dass man halt dann einmal in der Woche zusammen quatscht, damit man so ein bisschen up-to-date bleibt, was so bei denen abgeht. Und ja, bis dato klappt das super. Es macht unheimlich viel Spaß. Und wir haben ja auch schon geplant, dass die beiden Jungs nach München kommen, mich mal in meinem neuen Haus besuchen und wir dann halt auch eine Folge, einerseits die komplette Folge aufnehmen, also auch mit Kamera, und dass wir dann halt alle zu dritt quatschen. Ich bin sehr gespannt und freue mich einfach nur drauf, die beiden Jungs wiederzusehen, weil wir sehen uns leider mittlerweile auch nicht so oft. Oh, schon wieder? Ey, Junge, Polizeikontrolle. Ich kann nicht ständig Polizeikontrollen machen, Alter. Ich habe auch hier, ich habe Frau und Kind. Es fühlt sich immer noch total komisch an, wenn ich das sage. Früher habe ich das also einfach so auf Joke gesagt. Ja, ich habe doch Frau und Kinder. Wisst ihr noch, wenn ich gesagt habe, ich habe 772 Frauen und 1429 Kinder? So, und jetzt bin ich einfach verheiratet und habe ein echtes Kind. Das ist so verrückt. Also, fühlt sich immer noch manchmal... Das ist doch keine Verfolgungsjagd. Ja, weißt du doch nicht. Kann doch sein, dass ich gesucht werde, weil ich so ein Bad Boy bin. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do? Gibt's da jetzt nicht mittlerweile auch einen neuen Film? What you gonna do when they come for you? So, 100 Kilometer noch. Haben Sie nicht das Tempolimit gesehen? Doch, aber man kann ja wohl mal 166 Stundenkilometer fahren. Alter, wir haben gerade gut Stoff drauf. Aber ich glaube, unser Rekord ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall unser Rekord bei nasser Fahrbahn. Also jetzt ein Fehler und also da verliert der eine Typ noch sein anderes Bein. Das ist hier nicht die Formel 1. Habe ich am Wochenende wieder geguckt, war geil. War meiner Meinung nach das spannendste Rennen der Saison, oder? Also es war in Montreal und der Regen hat echt viel Schwung reingebracht. Auch wie am Anfang diese beiden Haas durch das Feld geflügt sind. Gerade Magnussen, der war halt auf den Heavyweights unterwegs. War cool. Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Warum nicht? Warum sollte ich denn langsam fahren, wenn ich auch schnell fahren kann? Gut, hier ist vielleicht nur 80 erlaubt und wir fahren 147, aber gibt ja scheinbar keinen Blitzer hier. Wo kein Richter, da auch kein...
Opfer. So, wir haben nochmal auf 152 beschleunigt. Guck mal, und jetzt ist hier unbegrenzt. Wunderbar. Zack, sind es nur noch 55 Kilometer. Müssen wir hier wahrscheinlich schon gleich runter. Haben Sie nicht das Tempolimit gesehen? Doch, habe ich. Aber ich ignoriere das halt. Ich komme aus Deutschland. Tempolimit ist nichts für mich. Obwohl mittlerweile auch auf der Autobahn total viel beschränkt ist. Ich weiß gar nicht, wie das früher war. Ui. Paletto, Speedy Gonzales hier auf der... Au! Das war close. Okay, wir fahren auch schon wieder super schnell. 167, 168, 169. Schaffen wir die 100? 170. Krass. Ah, jetzt die Kurve. Oh, nö. Wir müssen bremsen. Wir müssen... Oh Gott, ich verliere die Kontrolle. Nichts passiert. Vorsicht. Entschuldigung. So! Leute, wir sind in Wien. Schön. Ja, das ist doch schick. Oh, praktisch. Hier ist direkt. Warte, da können wir hier zip, zap, rap. Ja, geiles Ding. Wien freigeschaltet. Schnell und günstig Fernbusse sein können. Ja, ja. Guck, plötzlich wird hier das Schnellsein gelobt. Ey, Jungs und Mädels. War so... Sag mal, seid ihr alle doof? Stellt euch doch nicht in Regen, stellt euch doch hier drunter. Also, oder hier, da werdet ihr nicht nass. Wir haben auf jeden Fall wieder perfekt eingeparkt. So, Feierabend, Alter. So, guckt euch das an. Sehr gut. 448 Kilometer sind wir geballert. Ja gut, wir haben keine Pause gemacht. Hat aber auch niemand gesagt, dass er auf Toilette muss. 20 Sachschäden, 73% auf der Straße gefahren. Und nur 11% Geschwindigkeitslimits eingehalten. Chillig. Leute, das war's mit dieser kleinen Gewittertour. Wenn es euch gefallen hat, schallert den Like rein. Wie im Video bereits erwähnt, hört euch gerne mal den Äffchen mit Käffchen Podcast an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und in diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.